So, die Bude ist fast fertig eingefahren. Ja? Wir haben exakt 1991 Kilometer auf der Uhr. Ich starte jetzt die Kamera, um genau aufzuzeichnen, wann wir die 2000 Kilometer knacken. Zuvor allerdings möchte ich mir ganz kurz mal was angucken. Und zwar haben wir hier in der Bedienungsanleitung von meinem M2 Einfahrhinweise. Ihr habt es vielleicht gesehen, habe ich bei Insta gepostet, okay, Nachtschicht angesagt, ist jetzt ein bisschen her, weil das Video natürlich dauert, aber gestern Abend habe ich 200 Kilometer auf das Ding draufgefahren, damit ich heute dieses Service-Ding machen kann bei BMW. Und ich habe mit meinem besten Kumpel telefoniert, die 2 Stunden, und der meinte, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Das ist ja schon krank, ne, Matthias, was du da machst? Mein bester Freund sagt zu mir, ich bin krank, ja. Das ist ja schon ganz schön bescheuert, was du da machst, dass du das Auto einfährst. Und ich meine, lass dir das doch einfahren oder keine Ahnung, was habe ich gesagt? Nein, das ist ja gerade das Schöne und ich genieße das durch und durch. Und ich schwöre es euch, ich habe 2000 Kilometer lang nichts gemacht mit dem Auto, was verboten ist. Ja? Und ich habe es abgefeiert, wirklich, weil das, es ist wie meiner. Es ist nicht meiner, aber er ist wie meiner. Und das ist so schön. Einfach so, normalerweise, weißt du, kriegst du so ein Auto hingestellt, neuer M5, bumm, der hat schon 2500, 3000 Kilometer drauf. Matthias, latsch rein, Reifen haben wir genug, verbrenn alles, was du willst, Rennstrecke 2 Tage lang, bums, fertig ist der Gripdreh. Ja? Aber jetzt ist mal real Autofahrerleben und das bringt Bock. So, haben wir das auch mal geklärt. Also, beim Fahren berücksichtigen, die Fahrtipps von BMW gibt es seit 100 Jahren. Immer wieder schön, das zu lesen. Also bis 2000 Kilometern mit wechselnden Drehzahlen und Geschwindigkeiten fahren, dabei aber 5500 und 170 km/h nicht überschreiten. Hat er gemacht. Bei 2000 Kilometer Wartung, Einfahrkontrolle durchführen lassen. Genau an diesem Punkt sind wir heute angekommen. Was danach kommt, ab 2000 bis 5000 Kilometer Drehzahl und Geschwindigkeit können allmählich bis zu einer Dauergeschwindigkeit von 220 km/h gesteigert werden. Die Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h nur kurzzeitig, zum Beispiel bei Überholvorgängen, ausnutzen. Klammer auf, nicht auf der Landstraße, Klammer zu. Reifen, die Haftung neuer Reifen ist fertigungsbedingt noch nicht optimal. Während der ersten 300 Kilometer verhalten fahren, auch das habe ich gemacht. Bremsanlage, M-Carbon-Keramikbremse hat er. Bremsscheiben und Bremsbeläge der M-Carbon-Keramikbremse erreichen erst nach 1000 Kilometern ihre volle Wirksamkeit, während dieser Einfahrzeit verhalten fahren. Kupplung erreicht erst nach 500 Kilometern ihre optimale Funktion, während dieser Einfahrzeit schonend einkuppeln. Auch das haben wir natürlich gemacht. Ja, und dann geht das immer so weiter. Sehr schön. Also, wir fahren jetzt zu BMW und lassen dort die Einfahrkontrolle durchführen. Und dann gucken sie nach, ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt. Finde ich sensationell. Ich habe in diversen Foren gelesen, dass irgendwelcher sagt so, oh, das ist doch Abzocke bei dem und dem Hersteller, musst du das gar nicht mehr machen. Ich sag mal so, das ist nicht Abzocke, das ist Vorsorge. Ja? Weil wenn du so ein Auto eingefahren hast und du hast dann nochmal nachkontrolliert, sind irgendwelche Späne irgendwo, hat sich irgendwo irgendeine Unregelmäßigkeit aufgetan oder, dann weißt du das und du kannst darauf reagieren. Wenn du das nicht machst nach den 2000 Kilometern, dann kannst du auch nicht darauf reagieren. Sprich, wenn du irgendwelche Späne irgendwo hast, wenn die Jungs bei BMW M irgendwie feststellen, so, da ist irgendwas, ist da, da müssen wir mal genauer nachgucken. Wenn du das nicht gemacht hast, dann geht dir das Auto fratze nach 10, 15, vielleicht auch erst nach 50.000 Kilometern. Also diese Einfahrkontrolle ist absolut sinnvoll und ich finde es einfach ein wunderschönes Ritual nebenher. Aber es ist absolut sinnvoll vor allen Dingen, weil es eben Unregelmäßigkeiten aufdecken kann und somit dein Auto länger haltbar ist. Bums! Ist doch super! Also, jetzt fahren wir zu BMW. Ja, fahr doch schnell mit deinem Volvo. Nachher auf dem Rückweg komme ich an dir vorbeigeflogen, mein Freund. Junge, wir dürfen gleich richtig ran. Also, man sagt natürlich, nach 2000 Kilometern muss man trotzdem die ganze Sache ein bisschen steigern. Habt ihr ja gehört,
ne, nicht mehr als 220 dauerhaft fahren. Das geht aber sowieso nicht auf deutschen Autobahnen. Deswegen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Man soll natürlich auch die Drehzahl so ein bisschen, ne? Man muss sich so ein bisschen mal dran gewöhnen, dass da jetzt dann plötzlich der richtige Malmedy am Steuer sitzt und nicht der Einfahr-Malmedy. Und darauf freue ich mich sehr, das erste Mal durchdrücken, das erste Mal gegenlenken. Also es wird was ganz anderes sein, weil ich bin bis jetzt wirklich nur rumgerollt. Ich habe halt noch nie quasi Gas dazugegeben in den Kochtopf sozusagen, was dann dieses leckere Menü einer M-Speise am Ende rauszaubert. Ich habe noch nie wirklich Gas und Querdynamik dazugegeben. Und das wird jetzt irgendwann demnächst kommen, also sehr bald sogar. Und darauf freue ich mich sehr. Na? Klanglich ist das schon sehr, sehr schön. Also 1995 Kilometer. Was machen wir denn dann, wenn wir 2000 haben? Machen wir da irgendwas? Machen wir ein kleines Tänzchen? Führen wir ein Tänzchen auf? Ich würde sagen, wir führen ein Tänzchen auf, oder? Ah. Jedes Mal, wenn ich hier drin sitze, aber da erzähle ich euch gleich viel, viel mehr dazu, wenn wir diesen ganzen Service hinter uns gebracht haben, was ich fühle in diesem Auto, wenn ich damit fahre. Das ist wirklich, es ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und ja, das Lenkrad ist wirklich, das ist so sensationell. Es hat genau die richtige Dicke, so vom Anfassen her. Und es fühlt sich natürlich mit dem Alcantara mega an. Die M-Nähte verschwinden so in der dicken Polsterung, dass die halt nicht schubbern so. Und dann, wenn du lenkst, oh, da gibt es andere Hersteller, da fährst du mal irgendwie eine halbe Stunde auf der Rennstrecke, da hast du die Daumen wund innen drin. Übertrieben gesagt, mi, 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 mi. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Malmedy ist ein Mädchen. So, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Jetzt können wir mal mit 3/4 Gas ungefähr 120, 130, 140, 150, 160 und da sind die 170 mit 80% Gasfußeinsatz oder 70, 80% sowas. Das ist schon krass. Im sechsten Gang habt ihr gehört, wie schnell ich mitgezählt habe. Das ist schon richtig krass. In den kleineren Gängen geht es natürlich noch viel besser. Ja? Ah. 2000! Wir haben 2000! Yes! Da ist es! Jawohl! Können wir jetzt einmal schon mal drauflatschen? Komm, einmal machen wir jetzt, oder? Machen wir jetzt das erste Mal oder wollen wir erst das neue Öl? Wir machen jetzt einmal bis 6000 Touren, okay? Das kann man, glaube ich, vor der Einfahrkontrolle, vorm Service noch machen. Komm. Boah! 5000! 5,5! Alter, da oben geht ja noch richtig was! Alter, bin ich bescheuert, ey! Ist das sensationell! Boah! Das Gefühl, diese Entspannung, wenn du endlich Gas geben darfst! Junge, das ist nicht mehr normal! Junge, wir werden noch so viel Spaß bekommen! Alter Schwede! Wie die Hütte geht! Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir dürfen das Gaspedal benutzen, wir dürfen die Kupplung benutzen, wir dürfen jetzt die Bremse richtig benutzen. Ich werde mich natürlich ein bisschen rantasten. Habt ihr auch gerade gesehen, ich bin nicht Vollgas, ne, hab nicht durchgedreht. Aber wir werden uns jetzt kontinuierlich steigern. Wir werden jetzt, ab heute, ab jetzt, werden wir Spaß haben. Ich hatte auch vorher Spaß beim Einfahren. Es hat mir so eine Freude gebracht. Aber jetzt wird's heftig, Leute. Junge, geht die Hütte! Alter! Und das, was ich ja jetzt schon gespürt habe, ne, das hier. Wie schnell der so einen Spurwechsel machen kann. Wie präzise das Auto ist. Wie sehr es dich als Fahrer auch fordert mit dem Handschaltgetriebe. Das ist so ein geniales Auto, dass alles zu spät ist. Alter, ist das genial! Wie ich mich gerade erschrocken habe. Es ist ja unnormal, wie man sich freuen kann, dass man 2000, ich freue mich bei jedem glatten Ding, ne? Und ich freue mich auch bei jedem, wenn es irgendwie Lucky Numbers sind, 7777 oder was auch immer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich kann mich wirklich über viele Sachen freuen, aber so wie gerade habe ich mich noch nie gefreut, weil natürlich die ganze Anspannung, die ganze Zurückhaltung, dieses ganze, ich gebe nicht Gas in so einem Hammerofen wie dem BMW M2 CS, diese Zurückhaltung ist jetzt gerade wirklich wie auf einen Punkt
hat sich das entladen und ich habe geschrien und gegiggelt wie ein kleines Mädchen. Ja, gut gemacht, Matthias. So, endlich darf ich meine Kreisverkehre wieder angucken, wie Kreisverkehre. Nicht, oh nein, ich möchte das nicht, sondern, ja, hallo, ESP, zweiter Gang, boom. Och, Alter. Runterschalten mit automatischem Zwischengas in den Drehzahlbegrenzer rein, geht jetzt. Alter, es wird so gut werden. Alter, ist das gut. Alter Schwede, ist das gut. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, Leute. Aber wie hart der auch geht, ne? Also richtig schnell. Also ich sag mal so, wenn das neue Öl drin ist, dann wird richtig eskaliert. Also es geht ja gar nicht anders. Ich kann ja jetzt nicht hier so halb scharig durch die Gegend eiern, ne? Also was das wirklich mit einem macht, ne? Das ist was, diese Vorfreude einfach, die entlädt sich jetzt gerade. Und das ist wirklich was, was ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Weil erstens ist das was sehr, sehr Schönes. Und zweitens macht das sehr, sehr viel Sinn. Ja, ich habe es eben erklärt. Du kannst eben aussortieren, dass eben nichts mit deinem Fahrzeug los ist. Ja? Herzlich willkommen in Ihrer BMW-Niederlassung. So, also, guck mal, jetzt kriegt er lecker Öl. Also, was natürlich gemacht wird, ist neues Motoröl rein. Dann bekommen wir an der Hinterachse ebenfalls neues Öl, Getriebeöl bleibt drin. Und dann ist das Baby ready, um richtig eine Party abzufeiern. Jawohl, so, guck mal, ist das schön. Hm? Alter. Haben sie gefragt, ob ich waschen lassen will, ne? Habe ich mal gesagt, nee, lieber nicht waschen. Und dann habe ich noch gesagt, oder macht ihr Handwäsche? Nee, das ist schon eine normale Wäsche. Sag ich, ja, nee, dann mache ich das lieber wieder mit Hand. Einen wunderschönen. Morgen. So, Verhüterli drauf. Dass da auch ja nichts an mein Alcantara-Lenkrad rankommt, ne? Besser ist das. Meins vor allen Dingen. Ja, wer weiß. So, wenn das erste Mal mit deinem Auto jemand anders fährt, ne? Ja. Ah, ist das schön. Also sein eigenes Auto fahren zu sehen. Jetzt fahr doch nicht so schnell, sag mal, beeilt der sich denn so? Guck mal hier. Oh. Ey, das ballert aber mit den Felgen, oder? Also wirklich, wenn man sich hier also einmal umguckt, ne? Da sind hier sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Autos. Und dann steht halt der M2 da, ne? Schicko. So. Sag mir doch mal, was wir jetzt ganz kurz machen alles. Wir machen jetzt hier einen Motorölservice. Ja. Wechseln Hinterachsöl. Ja. Stellen die Einfahrkontrolle zurück und dann sind wir auch schon wieder fertig. Und dann Knallgas, oder? Von der Theorie her, ja. Von der Theorie her, ja. Aber bitte nicht so wild, Matthias. Ja, worum es in der Einfahrkontrolle einfach wirklich geht, ist die Hinterachse. Die Hinterachse? Da ist ein Einlauföl drin. Das muss zwingend diese 2000 Kilometer drin sein. Ja. Und muss danach aber auch zwingend raus. Okay, und da kann es sein, dass da mal ein Span drin ist, dass sich da irgendwelche Sachen abgeschliffen haben und die sammeln sich jetzt unten. Genau. Okay, dann gucken wir uns das Hinterachsöl mal an und bin ich mal gespannt, ob da was drin ist oder nicht. Gut, alles klar. Dann los, bitte los. Ich bin soweit. Nochmal. Ist heiß? Ah. Pass auf, kann da reinstoßen und dann. Ja, dann habe ich halt. Hemdwechsel. Dann muss ich mir halt ein neues Hemd anziehen. Das sieht aber schön sauber aus, ne? Ja, wie gesagt, da wird auch nichts sein. Das ist einfach nur, damit es gewechselt ist, oder? Ja. Was sagst du zu den Felgen, sag mal? Ja, vorne, ne? Genau. Oh, Junge, so schön. So schön.
So, die letzten Tröpfchen verabschieden sich noch. Für mich bedeutet das Thema Einfahrkontrolle natürlich auch, dass ich meine eigenen Skills noch ein bisschen kontrolliere. Und da ist ja hier vorne dieser Carbon-Frontsplitter, ne? Und da müssen wir natürlich einmal kontrollieren, ob der Matthias nicht irgendeinen Quatsch gebaut hat, irgendeine Schramme. Gucken wir uns das einmal ganz genau von unten an. Irgendwas ist. Ja, ein wunderschönes Bauteil ist das. Nee, das ist nichts. Das ist einfach absolut gar nichts. Kein Katscher, überhaupt nichts. So, Hinterachse kommt jetzt auch raus. Also, wir haben jetzt hier mal einen sauberen, einen cleanen Behälter, damit wir sehen, was da rauskommt aus der Hinterachse. Du sagst aber, man sieht wahrscheinlich gar nichts. Warum? Genau, weil, wie gesagt, das kein klares Öl ist, was das, dieses Einlauföl, sondern das ist halt mit Zusätzen versehen, die uns jetzt wahrscheinlich nicht erlauben, da irgendwas großartig zu erkennen. Wird eine schwarze Suppe. Genau. Okay, jetzt schaut mal auf, wir gucken trotzdem rein. Ja. So, das ist genau das, was ich sagte. Ne? Das ist also wirklich eine graue Soße, die wir jetzt hier haben, da kann man nicht viel erkennen. Du siehst jetzt auch den Schimmer hier drin schon richtig. Ne? Ja. Jetzt geht der Matthias mal einen Schritt zurück, weil wenn das dann so rum, ja, dann kann ich das Ding wegschmeißen. Aber jetzt, wenn jetzt richtige Späne wären, würden die sich hier reindrücken, unten, ja, unten genau, absetzen. Dann könnte, ne, man die wahrscheinlich schon sehen, ja. Ja, gucken wir, ich halte da gleich mal mit der Hand rein. Also da haben wir mal die Schraube, haben wir da mal, ne? Und ich fühle jetzt wirklich, also ich gehe jetzt immer mit den Händen, ne, unten entlang. Ich kann auch einmal gucken. Das ist wirklich, es ist nichts drin, ne? Also dass man jetzt da denkt, so, okay, da kommen jetzt irgendwie so Millimeter große Späne raus. Die Zeiten sind lange vorbei, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum ich hier noch drin rumrühre, aber es macht Spaß. Ah ne, das ist nur eine Luftblase. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte was gefunden. Sah so ein bisschen so aus, aber das sind nur die Luftbläschen da. Hier so, das da zum Beispiel. Das ist nur eine Luftblase. Also, ziemlich geile Apparatur jetzt. Da ist unser Öl drin, was wir brauchen. Das wird jetzt aufgezogen. Und dann wird das hier da reingepumpt. Schon ordentlich drücken. Ja. Also insgesamt kommt ein Liter rein, ne? Genau. So, zweite Runde. So, das war das Schlauch war ja vorbefüllt. Genau. Du siehst auch, ne, jetzt tropft es auch schon. Genau, das heißt, es ist voll. Wir müssen jetzt noch ein bisschen abtropfen. Ja, aber minimal, ne? Ja, ja. Ah. So, eine Sache will der Matthias ja schon noch höchstpersönlich selber machen, damit er behaupten kann, er hätte was selber gearbeitet, ne? Und nicht du. So, wir setzen den da drauf. Ach, feierlich. Hm? So, zu. Und was sagst du, wie habe ich das gemacht? Geht so. Ja, du hingegen warst sehr, sehr gut. Und vor allem, sack schnell immer. Ja gut, die Zeit läuft, ne? Ja, ja, aber das ist, also mir wurde ja gesagt, das dauert circa 2,5 Stunden. Und wir haben jetzt nicht mal 45 Minuten gebraucht. Uwe Holz, bester Mann in Bonn. Ja, wenn ihr mal Fragen habt, der kennt sich aus. Du bist ein Spezialist tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich, ja. Ja. Mhm. Ja, wie auf jede Frage, die ich hatte, und es waren sehr, sehr viele Fragen, hatte der Mann eine Antwort. Fingerfertig ist er auch. Und er konnte alles voraussehen, was passieren würde. Guter Mann. Carbonschleuder heißt er. Jetzt ist er fertig zum Blasen. Genau. Also, Uwe, vielen Dank dir. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, ciao. Ciao, ciao. So, waschen. Und dann. Leute, jetzt ist Ausrasten angesagt!
So, wir stellen erstmal hier auf Sport Plus. Fahrwerk machen wir normal. Lenkung auf Sport. Start, Stopp, aus. DSC deaktiviert. Ich hätte auch einfach auf die M1-Taste drücken können. Ich Otto. Also, ne? Wir müssen uns langsam rantasten, aber das, was der Uwe mir erzählt hat, so, ne? Matthias, das ist schon alles so echt okay jetzt. Du hast dich wirklich lang genug zurückgehalten, meinte so, ja, ja, du kannst jetzt schon reinhalten. Nicht Dauervollgas, aber ganz ehrlich, wo willst du denn überhaupt dauerhaft über 220 fahren? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Deswegen dürfen wir jetzt richtig fahren. Und genau das machen wir jetzt auch. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dir CS schenke ich jetzt ein. Schöne Grüße. Alter, ist das gut. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das gut. Er ist M. Der M2CS ist Emma, wie er Emma nicht sein kann. Das ist M durch und durch. Das ist, finde ich, wirklich so pur M GmbH, wie es das eigentlich momentan nicht nochmal gibt. Das ist am ehesten was, was an einen E30 rankommt. Ähnlich finde ich wie zum Beispiel das 1er M Coupé. Ich würde sogar sagen, das hier ist der veritable Nachfolger vom 1er M Coupé. Noch dazu handgeschaltet. Und das Thema möchte ich jetzt einmal ganz kurz noch anreißen. Handgeschaltet fragen mich ganz viele Leute, Matthias, ist das denn wirklich, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir zu 1000% sicher. Ich war ja in der glücklichen Lage, sagen zu können, okay, möchte ich den lieber mit DKG, mit Doppelkupplung haben oder möchte ich den lieber handgerissen? Und ich habe eigentlich sehr, sehr schnell gesagt, nee, ich möchte den als Handschalter haben. Und ich wusste ja nicht, also das war ja das Schöne, ich kann es ausprobieren, ne? Ich muss mich nicht wie ein Käufer entscheiden, ja, nehme ich jetzt einen Handschalter oder nehme ich DKG? Ich konnte es mir aussuchen und ja, wenn es das nicht gewesen wäre, ja gut, dann wäre ich halt irgendwie ein paar Wochen lang irgendwie mit dem falschen Getriebe rumgefahren. Wäre mir ehrlich gesagt relativ egal gewesen. Aber, und das ist das, was mich alle Leute fragen, bist du dir sicher, dass das das Richtige ist? Ein M2CS ist kein Alltagsauto. Ein M2CS ist ein absolutes Sahneschnittchen. Das schnüte ich mir hin, das stelle ich mir hin und ich genieße es, wann immer ich kann, wenn die Sonne scheint. Ich fahre damit nicht durch den Winter, das macht man einfach mit einem M2CS nicht. Deswegen, das ist kein Alltagsauto und deswegen ist der als Handschalter absolut zu 1000% perfekt. Und ich sage euch auch warum. Weil dieses Auto fordert dich viel mehr, als es ein Auto mit Automatik machen würde. Du bist derjenige, der entscheidet, wie gut das Auto ist. Das heißt, du musst dich konzentrieren. Du musst Leistung abliefern, du musst perfekt diese Choreografie aus Kupplung, Gas, Bremse, Hand, Schalten, Lenken, alles gleichzeitig machen. Du musst diese Choreografie abfeiern und nicht dein Auto macht das alles oder die Hälfte für dich. Weil wenn du nicht mehr hier immer schalten musst, dann musst du auch nicht mehr kuppeln, dann musst du hier auch nicht mehr die Hände vom Lenkrad nehmen, also kannst du dich ganz doll auf alle anderen Sachen fokussieren. Also ist Autofahren viel, viel einfacher. Als Handschalter musst du selber oder du wirst selber Teil der Maschine. Und das ist das Schöne daran, weil du eben nicht drin sitzt und alles läuft so wie automatisch. Nein, mit einem Handschalter bist du Herr des Geschehens und das ist das Sensationelle daran. Wirklich eine Ode auf die Handschaltgetriebe. Save the manuals oder wie ich letztens gelesen habe, save the manuals. Das hat sich ein bisschen verschrieben. Das ist bei jedem Gangwechsel, ist das eine innere Befriedigung, dass du das so präzise gemacht hast. Und das ist das, was Handschalterfahren ausmacht. Eben, dass du selber Herr der Lage bist. Du bestimmst, wie gut dein Auto ist. Du bist derjenige, der sagt, oh, also so ein M2CS, das ist ein richtig gutes Auto. Weil du das selber rausfahren musst. Das kann kein anderer für dich machen.
Und deswegen ist das so genial, das Auto als Handschalter zu haben. Sechster Gang, 180, 190, 200, 210, 220, Alter, die Hütte geht. 230, 240, Alter, da sind die 250. Nur ganz kurz, wie es in der Anleitung steht. Jetzt müssen wir die Bremse das erste Mal richtig benutzen. Na jawohl, Alter, das ist so ein geniales Auto. Boah. Leute, was für ein genialer Tag! Der M2 CS ist eingefahren. Er hat seinen Einfahrservice, seine Einfahrkontrolle, so heißt es offiziell, bekommen. Und jetzt darf rumgerissen werden. Und es ist so genial. Ich freue mich wirklich wie ein Honigkuchenpferd. Ich liebe dieses Auto. Und es ist wirklich jede Kurve, jeden Spurwechsel, den du irgendwie wirklich in Angriff nimmst, bestätigt dir dieses Auto, wie gut es ist. Die Gasannahme, ne? Das hast du nur bei einem Handschalter. Bei jedem Automatikgetriebe, egal ob Doppelkupplung oder was weiß ich was Getriebe, wenn es automatisch ist, dann hast du diese Gasannahme nicht. Die hast du einfach nicht. Du hast auch nicht die Möglichkeit, mit der Kupplung den Antriebsstrang vom Motor zu trennen und einfach null Kraft auf die Hinterachse zu geben. Das gibt es nicht, weil der immer irgendeinen Schleppmoment mitschleppt, ja, weil du ihn nicht auskuppeln kannst. Sei denn, du nimmst einen Ferrari, kurz die beiden Dinger gezogen, oder Lamborghini geht genauso, kurz die beiden Pedals gezogen, dann ist der entkoppelt, dann hat der Leerlauf drin. Aber bei den ganz normalen Automatikgetrieben funktioniert das alles nicht. Deswegen nur ein Handschalter wird dir diese Fahrfreude geben, die er mir gerade gibt. Also, wenn du das DSC ausmachst, gibt es die Zwischengasfunktion nicht mehr. Sensationell, weil DSC off heißt meistens, wir gehen mal ein bisschen auf die Rennstrecke. Und auf der Rennstrecke ist das mit dem Zwischengas so eine Sache, weil du willst ja oftmals das Bremsmoment an der Hinterachse nutzen. Und dann hilft es dir halt nichts, wenn das Auto Mord Zwischengas gibt, weil dann hast du keinen Bremsmoment im ersten Moment. Sei denn, du bleibst dann vom Gas weg, dann kommt natürlich das Schleppmoment. Aber so wie du das halt haben willst, wie früher, hast du es nur, wenn das DSC aus ist. Ich gucke nochmal nach. Also vierter Gang, schalt runter, DSC ist an, Zwischengas kommt. Perfekt angepasst, grandios. Jetzt machen wir das DSC aus. Gehen wieder in den vierten Gang, Zwischengas, macht er nicht. Ich habe das Schleppmoment, was ich nutzen kann zum Runterbremsen auf der Rennstrecke. Alter, wie der geht im dritten Gang, ne? Alter. Boah. Jetzt nochmal, ne? Dritter Gang, wir fahren 80. 150, jetzt 150, 160, 180. Alter, fast bei 180 schaltest du dann in den vierten. Alter, die Bude geht. Nochmal. Noch einmal. 80 bis 120 im dritten, Junge. 100, 110, 120 ist schon passiert. 30, 40, 50, 160 geschaltet. 170, 180. Alter, das ist halt einfach, das ist Endstufe. Das Auto ist absolute Endstufe. Und ich kann das verstehen, wenn man sagt, nee, ich nehme das als Doppelkuppler. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, nehmt ihn lieber handgeschaltet. Wenn es überhaupt noch welche gibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt. Keine Ahnung. Wenn du in der Autobahnabfahrt schneller fährst als die auf der Autobahn. Oh, ist das gut. Vierter Gang, da hast du halt auch keine Probleme mit Wheelspin. Im zweiten offensichtlich auch nicht. Die Reifen haben Temperatur bekommen und es sind natürlich Ultra-High-Performance-Reifen drauf. Alter, das ist so ein Präzisionsgerät, Leute. Das ist nicht mehr normal. Alter Schwede, ist das genial. Also das ist jetzt wirklich dumm hier, weil man kann hier eigentlich nur Donuts machen. Aber... Alter, Leute, ich glaube nicht, wie schön sich das für mich anfühlt. Seht ihr ein bisschen den Dampf, ja, ne? Guck mal hier, da einmal so, so, so. So einmal bitte Reifen einfahren.
Ah, danke, liebe MGMBH, dass es dich gibt. Oh, ist das schön. Ist das schön. Das ist Schwachsinn, ich weiß das selber. Aber es zeigt halt, was so ein Auto kann. Es ist so schön, der Übergang von der Haftreibung zur Gleitreibung. Das geht so schön. Oh, es duftet zum ersten Mal in diesem M2 zuerst nach Reifen. Vorher hat es noch nie nach Reifen gerochen. Es ist blöd, ne? Aber du merkst halt, wirklich, wenn du so fahren kannst mit einem Auto, ne? Und du den wirklich bis auf die weiße Linie präzise hindriften kannst, dann merkst du einfach, was dieses Auto kann. Und was es zu leisten imstande ist auf einer Rennstrecke oder auf einer richtig guten Landstraße. Deswegen sind Donuts drehen ist gar nicht so doof, weil das spürt man schon sehr, sehr viel. Ja, das sieht doof aus und es bringt nichts und so, aber es bringt schon, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was dieses Auto kann. Also, wir sind jetzt eingefahren, 2000 Kilometer, niemals über 5500 Touren gedreht. Jetzt haben wir den Einfahrservice, die Einfahrkontrolle hinter uns gebracht. Danach das erste Mal Vollgas auf der Autobahn, einmal die 250 draufgezimmert. Die ersten 1,5 Millimeter von den Rädern runtergeschrubbt gerade. Auto fährt quer wie ein Sahnestückchen und ist wirklich der Übergang ins Rutschen. Ist so grandios weich und so übelst gut zu kontrollieren. Das ist wirklich stabil, wie man heutzutage sagen würde. Genauso wie ich es mir gewünscht habe, genauso fühlt er sich an. Wie ein kompakter, wie ein perfekter, maßgeschneiderter Handschuh. Du gehst rein und ja, perfekt, passt. Genauso fühlt er sich an. Und jetzt brauchen wir eigentlich entweder eine richtig, richtig gute Landstraße oder halt einen Track. Ich glaube, das schreit nach dem nächsten Video, Leute. Wir sind jetzt einmal kurz eskaliert und wir müssen uns ja steigern, ne? Sowohl für das Fahrzeug, die nächsten paar tausend Kilometer muss ich ein bisschen steigern. Und erst dann kann man so richtig, ja, da sollte man, kann man jetzt schon, glaube ich, wirklich. Aber eigentlich sollte man noch ein bisschen warten, ihm noch ein bisschen Zeit geben, sich anzugewöhnen, sich einzugrooven. Und deswegen sage ich für heute Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch. Ja, ich bin auf Drogen. Auf M-Drogen. Ich habe mir so eine M-Pille eingeworfen. Finger weg von Drogen habe ich noch nie gemacht. Macht die bitte auch nicht. Das hier ist die einzige Droge, die zählt, Leute. Ich liebe euch. Macht's gut. Euer Mattes. Ciao.